Bereich. Das ist der zu Umwelt- und Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und bitte Sie natürlich, die Wechsel vorzunehmen, möglichst schnell oder zu bleiben, weil es interessant wird. Frau Kalitschek, wenn die Tasche gefährlich aussieht, dann bitten wir das Bombenentschärfungskommando des Deutschen Bundestags. Gut. Dann bitte ich die volle Aufmerksamkeit für die Ministerin Steffi Lemke für die Bundesregierung. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Einzelplan 16, den ich Ihnen für das kommende Haushaltsjahr hier vorstelle, hat drei Kernaufgaben. Das erste ist, erfolgreich gegen die drei großen ökologischen Krisen unserer Zeit anzukämpfen. Das heißt, die Klimakrise, die Krise des Artenaussterbens und die Verschmutzungskrise energisch anzugehen. Zweitens, die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher zu wahren, den Gesundheitsschutz zu verbessern, dafür zu sorgen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger nicht durch unseriöse Firmen abgezockt werden. Und drittens, eine sichere Lösung für die Hinterlassenschaften der zivilen Nutzung der Atomkraft zu finden. Das sind die drei Kernaufgaben. Und dass ausgerechnet die dritte Aufgabe fast die Hälfte des Etats aus dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz verschlingt, ist natürlich letzten Endes tragisch. Und dieses wird uns auch noch auf Jahrzehnte hinaus beschäftigen. Aber Geld ist nicht der einzige Hebel. Wir haben auch den Hebel von verbindlichen völkerrechtlichen Vereinbarungen auf der internationalen Ebene. Und hier ist der globale Umwelt- und Naturschutz im letzten Jahr sehr erfolgreich gewesen. So wurde im letzten Dezember das Weltnaturschutzabkommen von Montreal verabschiedet. Das sagt, dass die internationale Staatengemeinschaft bis 2030 30% der Fläche an Land und auf dem Ozean unter Schutz stellen will. Ich sage sicherheitshalber gleich dazu, das heißt nicht, dass da nichts mehr gemacht werden, keine Nutzung mehr stattfinden darf, sondern es geht um die Schutzgüter, die dort Priorität haben sollen. Das Zweite ist, dass in diesem Jahr das globale Abkommen zum Schutz der Hohen See verabschiedet wurde. Das heißt, der Teil des Ozeans, der nicht in nationaler Verantwortung ist und der den größten Teil des Ozeans ausmacht, dort ist jetzt zum ersten Mal in unserer Geschichte möglich, tatsächlich Schutzgebiete, Schutzverantwortung zu übernehmen. Ein Riesenerfolg, gerade in diesen schwierigen geopolitischen Zeiten. Und das Dritte ist, dass die internationale Staatengemeinschaft gegenwärtig an einem globalen und verbindlichen Abkommen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung unseres Planeten arbeitet. Und ich zuversichtlich bin, dass wir das bis 2025 zum Abschluss bringen werden. Und das Vierte ist, dass in diesem September in Bonn unter deutscher Federführung die internationale Chemikalienkonferenz stattfindet, die sich eben mit der Gesundheitsbedrohung durch gefährliche Chemikalien befasst. Das heißt, dass wir mit solchen Abkommen, dafür steht das Bundesumweltministerium, verbindliche geopolitische Rahmenbedingungen für den globalen Umwelt- und Naturschutz schaffen. Mit einem leichten Rückgang in unserem Etat leistet auch das BMUV seinen Beitrag zu einem verfassungskonformen Haushalt.
Aber ich will dazu sagen, dass wir durch 4 Milliarden Euro für den natürlichen Klimaschutz eine so große Summe an Finanzmitteln für den Umweltnaturschutz, für den natürlichen Klimaschutz zur Verfügung haben, wie noch in keinem BMUV-Haushalt zuvor. Und wir zweitens ja im Wind-auf-See-Gesetz festgelegt haben, dass ein Anteil aus den Versteigerungen für Offshore-Windkraft dem Meeresnaturschutz zugutekommt und dass für dieses Jahr und für das nächste Jahr erneut noch mal eine Summe roundabout 700, 800 Millionen Euro bedeuten wird. Auch hier so viel Geld war für den Meeresnaturschutz noch nie da. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, gerade in diesen Zeiten. Die Bundesregierung hat im Juli diesen Jahres das Klimaanpassungsgesetz verabschiedet und wir erarbeiten zurzeit eine verbindliche Klimaanpassungsstrategie. Ich glaube, dass spätestens dieser Sommer uns gezeigt hat, wie notwendig Klimaanpassung ist. Wir können weder in Deutschland noch in Europa den Folgen der Klimakrise ausweichen. Meine Gedanken sind heute auch in Griechenland, wo ein europäischer Nachbarstaat, befreundeter Staat von uns, unter einer schrecklichen Katastrophe leidet, mit unklarem Ausgang, wo uns die Meteorologen sagen, dass eine solche Wassermenge bisher noch nie da gewesen ist, in einer so kurzen Zeit solche Niederschläge noch nicht prognostiziert worden zumindest. Und deshalb zeigt uns auch dieses Ereignis, dass wir in ganz Europa, dass wir weltweit, aber eben auch bei uns in Deutschland Klimaanpassung betreiben müssen, um Vorsorge zu tragen für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, um zumindest die schlimmsten Folgen dieser Ereignisse abmildern zu können. Wir haben auf diesem Weg definitiv keine 20 Jahre Zeit mehr. Diese Zeit haben wir in keiner Ortschaft in unserem Land, weder in Kreuzberg noch sonst wo. Es wäre ein fataler Irrtum, den Menschen zu suggerieren, hier könne man abwarten, hier müsse man nichts tun. Es würde schon nicht so dramatisch werden. Wir wollen Vorsorge betreiben, und das tut die Bundesregierung. Die Verbraucherinnen und Verbraucher in unserem Land spüren die Preiserhöhungen aufgrund der Energiepreiskrise, aufgrund der Inflation direkt und vor allem die Haushalte, die wenig im Geldbeutel haben, am allerstärksten. Deshalb ist es erstens gut, dass wir eine starke Sozialpolitik in dieser Regierung verankert haben, dass wir neben dem Bürgergeld und der Kindergrundsicherung auch andere soziale Maßnahmen zur Absicherung, zur Abfederung dieser Energiepreiskrise ergriffen haben. Und dass wir als Bundesverbraucherschutzministerium die Haushaltsmittel für Maßnahmen zur Stärkung von ver- und überschuldeten Haushalten in diesem Haushalt jetzt auf 2 Millionen verdoppeln konnten. Das ist mir ein unglaublich wichtiges Anliegen. Wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen, werden wir alle auf Haushalte treffen, die besonders leiden. Deshalb ist auch die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale, Bundesverbandverbraucherzentrale, die mit 26 Millionen Euro auf einem wirklich hohen Niveau bleibt, eine unglaublich wichtige Beratungsaufgabe für die Menschen in unserem Land leistet, gerade in diesen Zeiten von unglaublicher Wichtigkeit. Und dass wir trotz des Sparhaushaltes eine Aufstockung der Mittel für die Schuldnerberatung erreichen konnten, das freut mich besonders, denn es ist schlicht und einfach verdammt notwendig. Deshalb, ich komme zum Schluss, bitte ich Sie, in den anstehenden Beratungen diese wichtigen Anliegen des BMUV zu unterstützen, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, damit wir auch in unsere Sicherheit investieren, in die Leistungsbereitschaft, in die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft investieren und diese Aspekte Industriestandort bewahren, lebenswertes Land bewahren, zusammenführen. Ich freue mich auf die Beratung und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, wenn man Ihnen so zuhört,
dann drängt sich der Eindruck auf, in der aktuellen Bundesregierung läuft alles wie geschmiert. Und man könnte meinen, dass das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz am laufenden Band Gesetze produziert, die unser Land und den Umweltschutz im Einklang mit der Wirtschaft und den Menschen wirklich voranbringen. Die Wahrheit ist aber, im Getriebe der Ampelkoalition knirscht es gewaltig. Kaum ein Gesetz erblickt das Licht der Welt, ohne dass es nicht zuvor bereits zwischen den Fronten in der Koalition zerrieben wurde. Viele ihrer Gesetze sind grundweg abzulehnen, und die Verfahren dazu sind absolut unterirdisch. Stichwort Heizungsgesetz. Die Zeitenwende, die ist abgesagt. Wir haben es nicht mit einer Fortschrittskoalition zu tun, sondern mit einer Abstiegskoalition, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt wieder sagen, wo sind denn Ihre Vorschläge, dann muss ich Ihnen einfach sagen, ich habe es mir jetzt heute noch mal angeschaut und habe es gezählt. Über 480 Anträge und Entschließungsanträge hat unsere Fraktion in dieser Legislaturperiode in allen Themen eingebracht. Und die zig Änderungsanträge, die unzähligen, sind da noch gar nicht dabei. Bei wenigen Themen konnten wir sie zum Handeln bewegen, oder manche Dinge haben sie dann vielleicht nicht gemacht, wie die unsägliche Gasumlage. Aber meistens im Schneckentempo. Und die Anträge haben sie natürlich alle abgelehnt und ihre Politik weiter durchgezogen. Ihr Ministerium, Frau Lemke, legt vor allen Dingen Strategien und Aktionsprogramme vor und wenig Konkretes. Bis Sie in die Umsetzungsphase kommen, geht viel zu viel Zeit ins Land. Ich werde es nachher an den Themen auch erläutern. Das haben Sie in Ihrer früheren Oppositionszeit immer kritisiert. Jetzt sind Sie in der Verantwortung und scheitern an Ihren eigenen Ansprüchen. Beispiele: Der Gesetzentwurf zur Klimaanpassung. Sie haben es gerade erwähnt. Er wurde jetzt von der Bundesregierung verabschiedet. Er ist aber nur eine leere Hülle, vor allen Dingen mit Zielvorgaben und Geboten. Diese Hülle muss schnellstmöglichst mit Leben gefüllt werden, mit der von Ihnen angekündigten Klimaanpassungsstrategie, die dann eben auch konkrete Maßnahmen enthält. Die gibt es aber noch nicht. Wir haben zu dem Thema einen sehr fundierten Antrag eingebracht mit konkreten und umfassenden Vorschlägen. Was haben Sie gemacht? Den Antrag haben Sie natürlich abgelehnt. Und die Klimaanpassungsstrategie, mit der wir wirklich Schäden vermeiden und Menschenleben wirklich retten können, die lässt schon seit 2 Jahren auf sich warten. Und was machen Sie anstattdessen? Sie weichen das Klimaschutzgesetz, wo es um die Reduzierung von CO2 geht, das wir auf den Weg gebracht haben, das weichen Sie auf. Das macht wirklich keinen Sinn. Das, was die Menschen in unserem Land jetzt brauchen, ist ein klarer Kompass, und den lassen Sie vermissen. Ja, der klare Kompass, der fehlt auch beim Umgang mit dem Wolf. Es muss endlich Schluss sein mit der Romantisierung des Wolfes. Neben der Bejagung von Problemwölfen, die Sie jetzt schneller angehen wollen, müssen die Wolfsbestände, die kontinuierlich und exponentiell wachsen, kontrolliert klein gehalten werden. Der günstige Haltungszustand ist erreicht. Das haben uns die Experten in der Anhörung mehrfach gesagt. Der Praxisleitfaden Wolf, den Umweltminister aus Bund und Ländern erarbeitet haben, der reicht nicht, denn da geht es wieder nur um die Bejagung von Problemwölfen. Sie müssen endlich handeln und den Weg freimachen für ein effektives Bestandsmanagement und eine unbürokratische und schadensunabhängige Möglichkeit der Bejagung. Auch hierzu haben wir einen ganz konkreten Antrag in den Bundestag eingebracht, den Sie einfach abgelehnt haben. Auch die FDP hat es inzwischen begriffen, dass wir jetzt endlich handeln müssen und dieses Bestandsmanagement brauchen. Kündigen Sie sich nicht nur an, sondern handeln Sie endlich, sehr geehrte Frau Ministerin. Wo man hinhört, ächzen die Menschen in unserem Land unter den gestiegenen Preisen, vor allem bei Energie und Lebensmitteln. Aber ich frage mich, wo ist denn hier die Verbraucherschutzministerin? Was ist Ihre Antwort auf die Inflation und die damit einhergehenden Belastungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher, liebe Frau Lemke? Wir befinden uns in der schlimmsten Rezession seit Jahren, seit Jahrzehnten.
Unsere Unternehmen brauchen Planungssicherheit und die Menschen müssen mitgenommen werden und nicht durch zu viel Regulierung, wie zum Beispiel das unsägliche Heizungsgesetz, vor den Kopf gestoßen werden. Und was machen Sie? Sie peitschen dieses Gesetz noch diese Woche ohne erneute Beratung abschließend durch den Bundestag. Das ist eine Missachtung des Deutschen Bundestages und ist inhaltlich einfach nur Murks, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir schon beim Thema Energie und Fehlentscheidungen sind, für mich als Klimapolitikerin ist es absolut unverständlich, dass wir die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet haben und deshalb auf schwimmende Ölkraftwerke und Kohlekraftwerke setzen müssen. Das macht klimapolitisch überhaupt keinen Sinn. Was wir jetzt brauchen, ist ein Rückbaustopp der kürzlich vom Netz gegangenen Anlagen. Nachdem wir das schon in mehreren Anträgen hier im Hohen Haus gefordert haben, ist jetzt wohl auch die FDP aufgewacht, auch an dieser Stelle. Aber Sie müssen sich auch in diesem Punkt in Ihrer Ampelkoalition einfach durchsetzen. Ich kann uns nur alle wünschen, dass uns weitere Fehlentscheidungen der Abstiegskoalition erspart bleiben. Nehmen Sie unsere Anträge einfach an und reißen Sie das Ruder noch um. Frau Kollegin, Sie kommen zum Schluss, bitte. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Michael Tiefs das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Frau Weisgerber, gerade als Klimapolitikerin, haben Sie ja gerade gesagt, hätten Sie zum Beispiel in der letzten GroKo viel mehr für den Bereich Kreislaufwirtschaft machen können. Da habe ich die CDU-CSU häufig als Verhinderer oder als Verzögerer erlebt. Also insofern, so kreativ, sage ich mal, war das in der letzten Legislaturperiode auch nicht. Daran müssen wir Sie dann auch noch mal erinnern. Meine Damen und Herren, der Entwurf zum Einzelplan 16 hat ein Volumen von 2,4 Milliarden Euro, etwas weniger als im Jahr 2023, circa 2%. Aber wichtig ist eigentlich, dass wir einen Blick auf die Programme werfen. Also was wollen wir eigentlich mit diesem Haushalt machen? Wir wollen investieren, wir wollen gestalten und die Situation im Umweltschutz, im Bereich der Nachhaltigkeit für die Menschen heute, aber eben auch für zukünftige Generationen verbessern. Ich glaube, dieses Ziel dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Wir haben hier ein Ausgabevolumen von ungefähr 1,8 Milliarden Euro in den Programmen. Und gerade eben hat die Ministerin das schon erwähnt. Leider muss man sagen, die Hälfte geht für die End- und Zwischenlagerung von atomaren Abfällen aus der Atomenergie, aus der Stromerzeugung. Das heißt, ein kleiner Zeitraum der Stromerzeugung wird uns und auch nachfolgende Generationen für lange Zeit mit Kosten belasten. Wir dürfen das nie vergessen. Und der eine oder andere ist ja heute noch ein Fan der Atomkraft, haben wir ja gerade gehört. Aber der Kanzler hat schon gesagt, es ist ein totes Pferd. Und meine Empfehlung wäre, ein totes Pferd nicht weiter zu reiten. Prozent, und ich finde, das ist erstmal eine gute Botschaft, gehen in den Bereich der Investitionen. Und wir haben sehr kreative und sehr innovative Programme dabei. Und eins möchte ich gleich am Anfang nennen, das ist wirklich das Programm zum Meeresschutz, zum Bergung der Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee. Und man darf das nicht vergessen, da liegen 1,6 Millionen Tonnen aus dem Zweiten Weltkrieg an unseren Küsten und gefährden auch unsere Küsten, eben durch die Freisetzung von krebserzeugenden Stoffen. Das heißt, es wäre schon längst nötig gewesen, dort eine Bergung vorzunehmen. Und es gab immer einen Streit zwischen Bund und Ländern. Wir gehen jetzt nach vorne im Bund. Wir investieren 100 Millionen Euro für den Bau einer Bergungsplattform, die diese Abfälle einmal bergen kann, zerlegen kann, aber eben auch entsorgen kann. Ich finde, das ist ein tolles Programm, ein ganz wichtiges Programm, was wir an dieser Stelle machen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir das jetzt auf den Weg bringen. In dem Zusammenhang möchte ich auch meinen Kollegen, den Berichterstattern aus der Ampelfraktion, Sebastian Schäfer und Frank Schäffler, da noch mal danken. Ich finde, das war eine sehr gute Zusammenarbeit in diesem, aber auch in anderen Bereichen. Und wir geben jetzt diesem Programm wirklich einen finanziell ordentlichen Schub, damit es dort vorangeht. Wir sind gut im Zeitplan, haben einen ambitionierten Zeitplan auch und werden bald mit dem Bau der Plattform beginnen. Wenn wir schon mal beim Meeresschutz sind, kann man ruhig applaudieren, wenn wir beim Meeresschutz sind,
Dann geht es auch um die Vermüllung der Weltmeere, ein ganz wichtiges Thema, was mich auch persönlich seit vielen Jahren umtreibt. Und ich bin stolz darauf, dass wir ein Programm auf den Weg gebracht haben, um die Vermüllung der Weltmeere zu stoppen, um von Deutschland aus auch deutsche Technologie, wir haben eine breite Kreislaufwirtschaftstechnologie hier in Deutschland, in andere Länder zu bringen. Es geht da drum, sage ich mal, wirklich frühzeitig einzugreifen, also Abfallmanagementmaßnahmen, Sammlung, Kreislaufwirtschaft, Recycling und so weiter auch in anderen Ländern wirklich voranzubringen. Ein ganz wichtiges Programm, was wir dort haben. Und auch dieses werden wir weiterhin finanzieren. Wenn ich schon mal bei Kreislaufwirtschaft bin, dann nenne ich natürlich auch das Recycling-Label. Und es ist nicht nur ein Label, sondern ist die Chance, dass wir im Bereich der öffentlichen Beschaffung, und da geht es tatsächlich um 300 Milliarden Euro jedes Jahr in der öffentlichen Beschaffung, nachhaltiger zu werden. Das ist immer noch nicht überall der Fall. Und viele sagen auch, es ist schwierig zu beurteilen, welches Produkt soll ich eigentlich kaufen, wie soll ich dort wirklich die Nachhaltigkeit auch sicherstellen. Und da spielt eben so ein Recycling-Label eine wichtige Rolle. Das haben wir insbesondere aus dem Bereich der Haushälte auf den Weg gebracht. Ich bin sehr stolz darauf. Und es gibt jetzt ein Forschungsprojekt und wir kommen im Recycling-Label auch weiter voran. Eine gute Sache. Und ganz zum Schluss werde ich noch mal so einen kleinen Werbeblock machen, und zwar für die Förderrichtlinie zum natürlichen Klimaschutz. Das betrifft insbesondere auch die Kommunen. Das heißt, wir fördern hier Maßnahmen auf nicht wirtschaftlich genutzten Flächen. Das kann Renaturierung sein, das kann, sag ich mal, Maßnahmen sein, um Wasserrückhalt sicherzustellen. Wir profitieren mehrfach davon. Einmal sind das Klimaschutzmaßnahmen, einmal geht es um die biologische Vielfalt. Aber insbesondere auch, und das ist gerade in vielen Kommunen uns schmerzlich bewusst geworden, durch Starkregenereignisse, durch Überschwemmungen, schaffen wir auch mehr Sicherheit für die Menschen in unserer Region. Also ein ganz wichtiges Programm für die Kommunen, und ich bin froh, dass das nun vorangeht. Ja, meine Damen und Herren, wir werden in den nächsten Wochen noch viel diskutieren. Ich freue mich über diese Diskussion. Wir werden die Entwürfe auf Herz und Nieren prüfen und an der einen oder anderen Stelle natürlich noch verändern. Im November werden wir dann alle wieder zusammenkommen und dann den geänderten Entwurf vornehmen und natürlich auch hier verantworten. Ich freue mich drauf und ich freue mich insbesondere auch auf die Diskussion mit den Kollegen im Haushaltsausschuss. Vielen Dank. Wolfgang Wiele spricht für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, echter Umweltschutz ist Heimatschutz. Grüne Politik aber führt in die Zerstörung unserer Wälder und Landschaften. Deshalb wenden sich immer mehr engagierte Umweltschützer gegen die Grünen, und das ist gut so. Wo bleibt der Widerspruch Ihres Ministeriums, Frau Lemke, wenn große Wälder für die Windindustrie abgeholzt werden? Wer unterstützt die Heimatschützer bei der Rettung dieser Wälder? 40 Monster-Windräder im Oettinger und Burghauser Forst in Bayern, 18 solche im hessischen Reinhardswald. Wer stoppt das? Für Umwelt- und Heimatschutz gibt es keine Unterstützung bei den Grünen, sondern nur bei der AfD. Die Grünen werden erst zufrieden sein, wenn 2% der Fläche Deutschlands mit Windkraftanlagen und Solarkraftwerken zugepflastert sind. Und sie werden erst zufrieden sein, wenn sie eine sichere Energieversorgung, auch mit Kernkraft, auf Jahrzehnte verhindert haben. Im Haushalt des Umweltministeriums könnte man durch eine zukunftsorientierte Energiepolitik viel Geld einsparen. Mit neuen Generationen von Kernkraftwerken könnte man die langlebigen Reststoffe älterer Kraftwerke als Brennstoff wiederverwenden. Das müsste man eben wollen, erforschen und umsetzen. Das grüne Angstthema Atommüll würde dann aber nicht mehr funktionieren. Und deshalb versuchen Sie, das zu verhindern. Mit einem solchen innovativen Konzept könnte man nicht nur zu jeder Tag- und Nachtzeit Energie erzeugen. Auch eine teure Endlagerung würde sich größtenteils erledigen. Der Umwelthaushalt
Also der Einzelplan 16 setzt nicht nur ganz falsche Prioritäten, sondern er verschleiert auch die wahre Höhe der Ausgaben. Fast 1 Milliarde Euro für den sogenannten natürlichen Klimaschutz sind an anderer Stelle regelrecht versteckt. Der Betrag ist fast eine Verdoppelung gegenüber dem laufenden Haushalt. Das Versteck, der sogenannte Klima- und Transformationsfonds, ist einer der vielen Schattenhaushalte dieser Regierung. Dort steht dann im Kleingedruckten, dass die Mittel durch das Umweltministerium bewirtschaftet werden. Warum wird das Geld dann nicht gleich im Umwelthaushalt angesetzt? Was mit dem Geld gemacht werden soll, ist mindestens genauso fragwürdig wie sein Versteck. Über 200 Millionen Euro davon sollen in die Wiedervernässung von Mooren fließen. Im Einzelfall kann das sehr nützlich sein. Wenn das aber gegen die Landwirtschaft gemacht wird, wenn die landwirtschaftliche Produktion sinkt und wir dadurch mehr Nahrungsmittel nach Deutschland importieren müssen, dann läuft etwas grundfalsch. Mit Ökoideologie gegen die Landwirtschaft kann man eine Hungersnot auslösen, wie in Sri Lanka, und die Bauern auf die Barrikaden treiben, wie in den Niederlanden. Lernen Sie daraus! Auch kleine Posten beweisen die Schlagseite dieses Haushalts. Über 3 Millionen Euro sind für Propaganda rund um die Fußball-Europameisterschaft eingeplant. Für die Bezüge der Ministerin und ihrer Staatssekretäre gibt es über 20% mehr Geld. Mit ihrer grünen Zukunftsverweigerung verdienen sie sich das jedenfalls nicht. Die AfD-Fraktion wird in der Beratung des Haushalts die Alternativen aufzeigen. Unsere Heimat, die Wälder und Landschaften und Deutschlands Bürger haben etwas Besseres verdient. Judith Skudelny hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushalt 2024 stellt die Rückkehr zur neuen Normalität dar. Die Bundesregierung und die Ampel will auf der einen Seite die Schuldenbremse einhalten und auf der anderen Seite wollen wir weder in Zeiten der Wirtschaftsschwäche und Inflation die Menschen und die Unternehmen in Deutschland zusätzlich belasten. Und damit erfüllt die FDP auch zwei ihrer Kernaussagen im Wahlkampf. Das Einhalten der Schuldenbremse und die Menschen in Deutschland nicht zusätzlich belasten, ist ein Versprechen, das wir gegeben haben und das wir mit dem Haushalt 2024 einhalten. Für den Haushalt Umwelt- und Verbraucherschutz heißt es aber konkret, dass wir im Kernhaushalt weniger zur Verfügung haben als vorher. 50 Millionen weniger, das ist ein Rückgang von rund 2%. Dieser Rückgang gilt aber nur für den Kernhaushalt. Durch die Bewirtschaftung eines Teils des Klimas- und Transformationsfonds stehen dem Umweltschutz tatsächlich mehr Gelder zur Verfügung als vorher. Jetzt zahlt es sich aus, dass Steffi Lemke in der Vergangenheit bei der Verteilung sich durchgeschicktes und beharrliches Verhandeln durchsetzen konnte. So hat sie dem Umweltschutz seinen Anteil am großen Transformationstopf des Emissionshandels gesichert. Und die ersten zwei Auszahlungsregularien liegen auch schon vor für Kommunen und für Unternehmen, stehen Mittel bereit und werden bald zur Auszahlung kommen. Vielen Dank, Steffi Lemke, dafür. Im Kernhaushalt müssen wir aber im Umweltbereich sparen. Und das finde ich ehrlicherweise richtig. Auch wir würden und auch ich würde gerne mehr Geld ausgeben. Und ich habe total viele Ideen, was wir im Umweltschutz und Verbraucherschutz noch besser finanzieren können als heute. Aber wenn die Menschen da draußen und wenn die Unternehmen da draußen ihre Gürtel etwas enger schnallen müssen, dann müssen auch wir uns überlegen, wie wir den uns vom Steuerzahler zur Verfügung gestellten Geldern effizienter und besser umgehen können. Da haben wir eine Vorbildfunktion, und die werden wir auch wahrnehmen. Deswegen müssen wir gucken, was geht effizienter und wo müssen wir Schwerpunkte setzen. Und für die FDP-Bundestagsfraktion kann ich Ihnen an dieser Stelle schon mal drei Punkte nennen, wo wir in den Haushaltsberatungen ein besonderes Augenmerk drauf legen werden. Das ist auf der einen Seite der Meeresschutz. Auf der anderen Seite ganz wichtig Klimaanpassung. Starkregenereignisse und Überschwemmungen haben gezeigt, dass wir hier deutlich besser werden müssen. Und ein Wort noch, wer wundert's, auch beim Wolfsmanagement. Da werden wir auch noch mal ein besonderes Augenmerk drauf legen, weil da wollen wir auch vorankommen. Etwa die Hälfte des Umweltetats geht nach der Suche
geht für die Suche für Endlager und für die Finanzierung der Zwischenlager, bis wir ein Endlager haben, mit drauf. Und das Ganze wird länger dauern, als wir gedacht haben. Die letzten 12 Monate hat gezeigt, dass wir den bisher gedachten Zeitplan nicht einhalten können. Die Diskussionen darüber waren nicht wirklich erfreulich. Die demokratischen Parteien in diesem Haus sind sich aber einig, dass Sicherheit, Verlässlichkeit und Transparenz vor Schnelligkeit geht. Aber auch wir werden darauf drängen, dass unter den Rahmenbedingungen trotzdem so schnell als möglich ein Endlager gefunden wird. Aber auch im Zusammenhang mit der Endlagersuche gibt es ab und an mal auch ein positives Ding, das man sagen kann. Die Gelder, welche von den Anlagenbetreibern für die Endlagersuche zur Verfügung gestellt worden sind, sind im sogenannten Kenfo, einer Stiftung, in Aktien angelegt. Und diese privatwirtschaftliche Anlage hat sich trotz der schwierigen Situation, die wir im Moment am Markt haben, bislang ausgezahlt. Wir haben 1,8 Milliarden Euro Stiftungsvermögen gewonnen. Und das ist eine Leistung, die man im Rahmen der Haushaltsvermögen aus Aktienanlagen auch mal positiv bewerten kann. Das schärfste Schwert der Umweltpolitik ist aber nicht das Geld. Das schwerste Schwert, das wurde schon gesagt, ist das Ordnungsrecht. Und obwohl der Umwelthaushalt gerade mal 0,5 des Gesamtetats ausmacht, spürt man die Auswirkungen Umwelt- und Verbraucherschutzpolitik in allen Bereichen der Unternehmen und der Gesellschaft. Und auch hier werden wir im kommenden Jahr national vorankommen mit dem Kreislaufwirtschaft, der nationalen Wasserstrategie oder beispielsweise beim Recht auf Reparatur. Aber und auch die europäische Ebene ist nicht untätig. Industrieemissionsrichtlinie, Verpackungsverordnung, Abfallrahmenrichtlinie, Right to Repair, Soil Health Law, Euro 7, F-Gas-Verordnung, PFAS-Verbot, Ökodesign-Verordnung und mehrere H2O-Files sind im Moment in der Bearbeitung. Und auch hier muss Deutschland darauf achten, dass weder die Menschen noch die Wirtschaft noch die Mitgliedstaaten überfordert werden. Und gerade darauf wird die FDP-Bundestagsfraktion ein besonderes Augenmerk legen. Wie eine gute Umweltpolitik in diesen Zeiten gehen kann, zeigt das Thema Planungsbeschleunigung. Durch den Abbau von Bürokratie und Vereinfachung von Verfahren kann man nicht nur Zeit und Geld sparen, gleichzeitig ermöglichen wir damit auch eine schnellere Umstellung der Gesellschaft und der Wirtschaft auf die neuen Anforderungen des Klimaschutzes. Ganz aktuell bearbeiten wir in diesem Sinne ein neues Bundesemissionsschutzgesetz. Und dieses zeigt, dass man mit guter Umweltpolitik es allen leichter machen kann und trotzdem nicht mehr Geld ausgeben muss. In diesem Sinne wird die FDP-Bundestagsfraktion sich auch bei den Beratungen im Umwelt- und Verbraucherschutz einbringen. Und darauf freue ich mich in der Beratung. Das Wort hat der Kollege Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Temperaturen um und über 40 Grad Celsius, Hitzerekorde, 47 Grad auf Sizilien, 45 Grad in Andalusien, 45 Grad in Griechenland, Nachtswerte über 30 Grad, katastrophale Waldbrände um das Mittelmeer in Spanien, Algerien, Italien, in Griechenland, in der Türkei. Und dann verheerende Unwetter mit massiven Starkregen, Überflutungen, Gewitterstürmen, so massiv, so schlimm war es noch nie wie dieses Jahr. Zehntausende verloren ihre Existenz, ganze Landstriche sind verbrannt oder von Fluten zerstört. Rauch aus Waldbränden in Kanada erreichte Deutschland und vor Florida wurde mit 38,9 Grad die wärmste Meerestemperatur im Golf von Mexiko gemessen. 38,9 Grad. Da kollabiert jedes Ökosystem im Meer. Wer bei dieser Summe an Extremen nicht den Ernst der Lage erkennt, dem ist einfach nicht zu helfen. Zwar hatte Deutschland diesen Sommer Glück, weil bei uns die Wetterlagen nach extrem trockenem Frühsommer feuchte Kühle mit wenig Hitze brachten. Aber leider bin ich mir sicher, dass in Deutschland in den kommenden Jahren erneut Hitzerekorde über 40 Grad Celsius aufgestellt werden, dass auf Hitzeperioden verheerende Unwetter folgen. Wir brauchen mehr Klimaschutz und endlich mehr Vorsorge von den Folgen des Klimawandels. Wir müssen Städte und Gemeinden, Wohnen und Kommunen, Infrastruktur und Wirtschaft neu planen, bauen, verändern, um damit kommenden Hitzewellen und Flutkatastrophen zu begegnen. Und das fordert die Linke. Und völlig unverständlich ist, dass die Ampel bei der Klimaanpassung den Rotstift ansetzt.
So reduziert sie um 52% die Gelder beim natürlichen Hochwasserschutz, spart 10% beim technischen Hilfswerk, beim THW, also beim Katastrophenschutz ein. Die Versprechen nach der Ahrtal-Katastrophe wurden im Haushalt ignoriert. Die Lippenbekenntnisse nach zukünftigen Hochwasserkatastrophen sind damit blanker Hohn. Die Linke dankt den ehrenamtlichen Helfern bei THW, bei Feuerwehren, beim Roten Kreuz und allen anderen Organisationen für ihren Einsatz. Und wir fordern von der Ampel, stocken Sie die Mittel für das THW, für Katastrophenschutz und für natürlichen Klimaschutz deutlich auf. Hitzeextreme in Städten wird auch in Deutschland bittere Realität werden. Millionäre können bei Hitze in angenehme Regionen verreisen, können ihre Villen klimatisieren. Aber Kinder, Senioren, die arbeitende Bevölkerung können das nicht. Sie sind der Hitze in den Städten, Verkehrsmitteln und Wohnungen ausgesetzt. Vermutlich fast schutzlos, weil diese Regierung die viel zu geringen für Klimaanpassung noch um ein Drittel kürzt. Und das ist verantwortungslos. Damit Klimaanpassung für alle Bürgerinnen und Bürger gelingt, brauchen wir beispielsweise Kältezentren zur Erholung bei Extremhitze. Schulen, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Pflegeheime müssen klimatisiert werden. Es braucht Abkühlung in den Städten durch Grünanlagen, durch andere Stadtplanung und auch Wohnungen in hitzegefährdeten Quartieren müssen Kühlung erhalten. Kommunen müssen diese Klimaanpassung leisten. Dafür brauchen sie viele Millionen, wahrscheinlich Milliarden. Und auch dafür fordert die Linke für Multimillionäre eine Vermögenssteuer. Bei uns und international ist Umweltschutz unverzichtbar. Und was macht die Bundesregierung? Sie kürzt. Beim Kampf gegen Meeresmüll, bei internationaler Zusammenarbeit und das unter einer grünen Umweltministerin. Ich bin sprachlos. Der Rückgang des Meereises im Polarmeer, die Rekordtemperatur im Atlantik übertreffen die düstersten Prognosen aller Klimamodelle. Der Klimawandel vollzieht sich schneller als erwartet. In dieser Situation die Forschungsmittel zu kürzen, ist vorsätzlich fahrlässig. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Grüne, SPD, FDP versagen beim Klimaschutz, beim Sozialstaat und der Wirtschaftspolitik. Die geplante Kindergrundsicherung beseitigt nicht die Armut von 2,8 Millionen Kindern. Das ist beschämend für Sozialdemokraten und Grünen und leider gewollt von FDP, Union und AfD. Die staatlichen Investitionen zur Stützung und zum klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft sind unzureichend. Und wenn Geld fließt, dann überwiegend an Großkonzerne. Aber besonders profitieren mit diesem Haushaltsentwurf die Eigentümerinnen von Krauss Maffei, die Aktionäre von Rheinmetall oder Lockheed Martin. Die frohlocken dank der zusätzlichen 17 Milliarden für Rüstungsgüter. Aber jeder Rüstungseuro fehlt woanders. Jede eingesetzte, selbst jede produzierte Waffe beschleunigt den Klimawandel. Krieg ist die schnellste und sinnloseste Zerstörung der Umwelt und des Klimas. Für Menschen, für das Klima, für die Umwelt gibt es keine Alternative zum Frieden. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort der Kollege Dr. Jan-Niklas Gesenhus. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte starten mit einem Dank an das Bundesumweltministerium, das, wie ich finde, klug verhandelt hat und durch eine kluge Finanzplanung in einer äußerst angespannten Haushaltslage es geschafft hat, die Umweltpolitik in Deutschland handlungsfähig zu erhalten. Trotzdem ist richtig, wir haben im Kernhaushalt des Bundesumweltministeriums Einsparungen in Höhe von 5% gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung. Dadurch leistet das Bundesumweltministerium auch einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, dass wir 4 Milliarden Euro gesichert haben im Klima- und Transformationsfonds für den natürlichen Klimaschutz, das größte Programm für den Naturschutz und den natürlichen Klimaschutz, das es jemals gegeben hat, meine Damen und Herren. Und wir machen da nicht Halt, sondern, es ist vorhin angesprochen worden, wir werden mit 700 Millionen zusätzlich für den Meeresnaturschutz
den Naturschutzetat deutlich aufstocken und dass das Mittel sind, die aus den Betreiberabgaben der Offshore-Windenergie kommen, zeigen auch, wir können Energiewende und Naturschutz gemeinsam voranbringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist gut, dass wir diese Handlungsfähigkeit des Umweltministeriums bewahren, denn bei Zukunftsaufgaben wie Naturschutz, wie Umweltschutz, wie nuklearer Sicherheit, wie Kreislaufwirtschaft, wie Verbraucherschutz hat der Rotstift nichts zu suchen. Und ich möchte das besonders deutlich machen an der Frage des Artenschutzes. Der Artenschutz hat zur Beschleunigung der Energiewende auch erhebliche Zugeständnisse gemacht. Deswegen wäre es falsch, jetzt weiter zu kürzen beim Artenschutz. Ich glaube, dass wir da noch mal besonders drauf gucken müssen. Ich will aber auch eins sagen, Frau Weisgerber. Noch viel weniger hilft dem Artenschutz billiger Bierzeltpopulismus, wie der von Ihnen zu hören ist, zum Wolf. Wir brauchen keine gesetzlichen Änderungen, sondern was wir brauchen, sind Verbesserungen im Vollzug. Die legen wir vor. Was Sie vorschlagen, ist reine Symbolpolitik und hilft am Ende niemandem. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist billiger Bierzeltpopulismus und der hilft niemandem. Der hilft auch nicht den Weidetierhaltern, auch nicht in Bayern. Um die Handlungsfähigkeit zu sichern, ist es aber auch wichtig, jetzt zügig das umzusetzen, was wir vorgelegt haben. Die Wasserstrategie, das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, das Klimaanpassungsgesetz. Und dafür braucht es auch Geld und Personal. Darauf sollten wir achten in den Haushaltsberatungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn es geht hier auch um unser wirtschaftliches Fundament, das ja häufig bemüht wird in diesen Tagen als Grundlage für die Aufstellung des Haushalts. Meine Damen und Herren, eine starke Wirtschaft kann nur in einer gesunden Natur gedeihen. Das ökonomische Fundament steht auf einem ökologischen Fundament. Herzlichen Dank. Christian Hirte hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, wir sind in einer Diskussion und wieder mal frage ich mich, hören Sie sich eigentlich selbst zu? Die Ministerin lobt einerseits ihren Haushalt, vergießt andererseits Krokodilstränen über den Klimawandel, über das Artensterben, über eine Verschmutzungskrise. Wir hören, dass das eine neue Wirklichkeit sei von der FDP, von Frau Skudelny. Und Herr Dr. Gesenhus von den Grünen schimpft auf die Opposition. Dabei frage ich mich, wie sieht es denn tatsächlich aus mit dem, was Sie sich in dieser Koalition vor allem mit einer grünen Ministerin auf die Fahnen schreiben, etwa mit dem Klimaschutz? Sie stellen sich hier hin, verteilen Krokodilstränen, schimpfen, wie schlimm alles sei, und gleichzeitig schalten Sie die Kernkraftwerke ab und schimpfen dann, dass wir auf der anderen Seite massiv mehr Kohle abbaggern, Landschaft verbrauchen, CO2 und andere Schadstoffe emittieren. Und das in einer Situation, wo wir noch in einer akuten Energienotlage in unserem Land sind. Es ist unverantwortlich, wie Sie handeln in der Situation, in der wir heute sind. Und ich sage das für mich selbst. Und vielleicht auch für den einen oder anderen aus meiner Fraktion. Ich persönlich halte nicht nur aktuell, sondern grundsätzlich den Verzicht auf die Nutzung von Kernkraft und von Kernfusion für schwierig, in Anbetracht der Herausforderungen nicht nur für unser Land aktuell, sondern auch für das Klima. Ich glaube, die Zukunft gehört ja den erneuerbaren, aber eben auch einer notwendigen, grundlastfähigen und regelbaren Energieerzeugung, die klimafreundlich, klimaneutral funktioniert, etwa die Kernkraft. Wenn Sie über den Artenschutz jammern, Herr Kollege Dr. Gesenhus, dann sollten Sie mal mit Ihrer Ministerin sprechen. Und wenn Sie androhen, dem Haushalt deswegen nicht zuzustimmen, weil die Mittel dort zu gering seien, dann liegt das doch aber daran, dass die Ministerin selbst entscheidet, wie sie ihre Prioritäten in dem von ihr verantworteten Ressort aufstellt. Und ich empfehle, bevor es wieder einen neuen Koalitionskrach gibt, erst mal intern zu klären, nachdem Herr Habeck und Frau Lemke sich verständigt haben mit dem Windausbau im Wald und einem Mehr an Artenschutz, doch mit den beiden zu klären, wie sie das im Etat des BMUV klären. Letzter Punkt. Ich empfehle dringend auch beim Thema Emissionsschutz,
etwas ernster drauf zu schauen, was Ihr Ministerium mit den Ressourcen leisten könnten. Nach den Verbrenner-Diskussionen in den vergangenen Monaten erleben wir jetzt eine Wiederauflage Verbrennerverbot 2.0 bei schweren Nutzfahrzeugen. Nutzen Sie die Möglichkeiten, so wie es auch die FDP fordert, Alternativen in den Blick zu nehmen, technologieoffen, egal ob Wasserstoff, ob Biokraftstoffe nachhaltig produziert oder eben E-Fuels. Wir haben Potenziale, die wir in unserem Land nutzen müssen. So wie Sie es aktuell machen, geht es leider weiter nur bergab. Das darf nicht passieren. Vielen Dank. Das Wort hat Christian Träger für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Ja, wir sprechen heute über den Einzelplan Umwelt- und Verbraucherschutz. Und ich würde sagen, 2,4 Milliarden ist jetzt nicht der größte Etat, aber es ist zumindest gelungen, dass er nicht wesentlich gekürzt wurde. Und das, finde ich, ist eine gute Nachricht in Zeiten, die nach wie vor schwierig sind. Nicht mal Sie wissen, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Manche hatten jetzt schon wieder eine Erkrankung, aber Sie wissen vielleicht, wie es weitergeht in der Ukraine. Da sind Sie ja immer schlauer als wir. Und Ihr Freund Putin da mal den Angriff stoppt oder nicht. Also die Zeiten sind nach wie vor schwierig, die Rahmenbedingungen. Und trotzdem versucht die Koalition und die Regierung zu einem Haushalt der Normalität zurückzukommen. Und dabei ist es aller Ehren wert, dass es gelungen ist, im Wesentlichen den Kernhaushalt bei 2,4 Milliarden zu stabilisieren. Das, finde ich, ist eine gute Nachricht. Viel schwieriger ist dann die Debatte über die Rückkehr zur Atomkraft. Also wenn mehr als 60% dieser 2,4 Milliarden dafür ausgegeben werden, dass wir den Müll wegräumen der letzten 60 Jahre und dass wir immer noch nicht wissen, wo ein Endlager hinkommt und dass wir das auch nicht die nächsten 10 Jahre wissen, nicht die nächsten 20 Jahre, dann ist es doch ein Stück weit von, naja, vielleicht organisierter Verantwortungslosigkeit, wenn man dann sagt, ja, wir müssen aber trotzdem weiter in die Atomkraft investieren. Und Herr Hütte, ich komme bei Ihnen vorbei und lege Ihnen dann halt einfach die Rechnung vor. Sie zahlen sie ja, ist ja alles kein Geld. Hälfte von 2,4 Milliarden wären ungefähr 1,2 Milliarden. Ist ja kein Problem für die Unionsfraktion. Machen wir einfach so aus der Portokasse. Das Zeitalter der erneuerbaren Energien ist angebrochen. Da kann der Aufschrei aus Ihren Reihen noch so laut sein, wie er will. Das Zeitalter der sauberen Umwelttechnologien steht vor der Tür und ist da. Und Sie können sich da aufregen, auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, alles schöne Bilder. Sie werden Ihren Kindern mal die Frage beantworten müssen, Herr Bleck, wenn Sie welche haben. Papa, was hast du eigentlich gemacht, als es noch Zeit war zu handeln? Warum warst du denn immer dagegen? Sie waren dagegen. Gegen die Elektromobilität. Dafür brauche ich keine weiteren Ausführungen. Das macht immer der Herr Spaniel bei Ihnen. Der ist jetzt gerade nicht da. Also von daher sind die Elektroautos, Sie sind dagegen. Sie sind bei der Kreislaufwirtschaft dagegen. Ich höre Schmeichelklänge dabei aus der Union. Aber wenn es darauf ankommt, wenn wir darüber abstimmen, dann ist es immer gleich. Die Union ist dagegen. Sie sind gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da höre ich zwar, jawohl, die gehört die Zukunft. Aber wenn es darum geht, Frau Weisgerber, Sie schütteln den Kopf, wissen Sie denn eigentlich, wie viele Windräder in Bayern, in unserem gemeinsamen schönen Heimatland, wie viele Windräder in Bayern in der ersten Jahreshälfte genehmigt wurden? Drei. Da brauche ich nicht mal alle Finger einer Hand. Drei wurden genehmigt in Bayern. Im Vergleich in Schleswig-Holstein ist, glaube ich, auch schwarz geführt, sind es über 100 im gleichen Zeitraum. In Niedersachsen sind es über 100. In Nordrhein-Westfalen sind es über 100. In Bayern sind es drei. Großartig, wie es da weitergeht. Wir werden sehen, wo Sie beim natürlichen Klimaschutz sich aufstellen. Ich höre frohe Kunde, aber es war ja zu sehen, dass es bei Ihnen nichts heißt. Wir werden in dieser Koalition da tun, dass wir die Verbündeten, die natürlichen Verbündeten des Klimaschutzes mit ins Boot holen. Dafür stehen uns 4 Milliarden Euro für 4 Jahre zur Verfügung. Ich hoffe sehr, dass wir wenigstens an dieser Stelle gut und gedeihlich zusammenarbeiten. In diesem Sinne, Glück auf für den Fortschritt und möglichst schlechte Wahlergebnis für die Ewiggestrigen. Thank you.
Thomas Ehrhorn spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In einer nicht allzu fernen Zukunft wird man auf die heutige Zeit zurückblicken. Dann wird man sich daran erinnern, dass es nie zuvor eine Bundesregierung gegeben hat, die bereit war, mit einer solchen Rücksichtslosigkeit die Natur und die Umwelt unseres Landes zu schädigen. Man wird sich daran erinnern, wie eine rot-grüne Weltuntergangssekte all ihre angeblichen Ziele und Ideale verraten hat, wie nicht nur aus Pazifisten Kriegstreiber wurden, sondern wie auch aus Umweltaktivisten Leute wurden, die Umwelt- und Artenschutz per Notstandsgesetz abgeschafft haben. Man wird sich daran erinnern, wie aus märchenhaft schönen Wäldern und den erhaltenswertesten Teilen unserer Landschaft Windkraft-Industrieparks gemacht wurden, wie man Abertausende von Tonnen ausgedienter Windkraft-Rotorblätter aus Verbundwerkstoffen, die nun mal nicht recycelbar sind, einfach am Ende verbrannt hat, unter Freisetzung gigantischer Mengen CO2 übrigens, während man der Bevölkerung den Kaminofen verbieten wollte. Man wird sich daran erinnern, wie bedrohte Arten von Greifvögeln in dieser Zeit verschwunden sind, ausgestorben, weil sie zu Tausenden von eben diesen Rotorblättern zerschreddert und totgeschlagen wurden. Man wird sich an die Zeit erinnern, in der man wichtige Umgehungsstraßen und Infrastrukturprojekte teilweise jahrzehntelang verhindert hat, wegen bedrohter Fledermausarten, um dann etwa 300.000 tote Fledermäuse pro Jahr durch Windkraftanlagen mit einem Schulterzucken in Kauf zu nehmen. Man wird sich an die grünen, verrückten Pläne erinnern, die Menschen in Zukunft möglichst durch Nullnutzungszonen aus Erholungsgebieten der Ostsee zu verbannen, weil Meeresschutz ja so wichtig ist, während man kein Problem damit hatte, im Nationalpark Wattenmeer der Nordsee, übrigens ein Weltnaturerbe, jährlich bis zu 178 Millionen Kubikmeter geklortes Wasser aus einem LNG-Terminal einzuleiten. Man wird sich daran erinnern, wie man von Dekarbonisierung schwafelte, während man moderne, CO2-neutrale Kernkraftwerke abstellte, um dann allerdings den fehlenden Strom wieder aus maroden französischen Kernkraftwerken zu importieren. Sehr gelungen. Gratulation. Ja, und wenn dann auch der letzte Industriebetrieb abgewandert ist, unsere Landschaften zerstört, unser Wohlstand vernichtet ist, wenn man aus einer der reichsten Industrienationen am Ende das Armenhaus Europas gemacht hat, ja, dann wird man sich daran erinnern, dass es vielleicht besser gewesen wäre, rechtzeitig die Partei zu unterstützen, die diesem ganzen Wahnsinn ein Ende machen wollte, nämlich die Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Frank Schäffler hat das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist schon viel gesagt worden über den Haushalt, 2,4 Milliarden Euro. Worauf ich hinweisen will, ist, dass ja immer von Kürzungen gesprochen wird. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, denn tatsächlich kann man das ja nicht mit der Corona-Zeit vergleichen, sondern nur mit der Zeit vor Corona. Und da stellen wir fest, da gibt es einen Aufwachs von rund 100 Millionen Euro. Das heißt, in dem Etat wird eigentlich aktuell nicht gespart, sondern die Ministerin hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass auch im KTF entsprechend Mittel veranschlagt sind. Deshalb ist das eigentlich auskömmlich. Entscheidend ist aber, glaube ich, dass wir insgesamt in der Haushaltspolitik uns darauf einstellen müssen, dass die Zeit der Aufwüchse zu Ende ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir jetzt tatsächlich haushalten, also sprich Prioritäten setzen. Und deshalb ist es auch hier wichtig, dass wir in diesem Haushalt ein realistisches Bild an den Tag legen, wo wir ja, Prioritäten setzen. Und das haben wir ein Stück weit schon im letzten Jahr gemacht, indem wir ein Projekt auf die Schiene gebracht haben,
zur Hebung von Munitionsaltlasten. Kollege Thees hat das angesprochen. Ich glaube, das war eins der wesentlichen und der großen Projekte, die wir in diesem Einzelplan angestoßen haben. Mit in der Summe 100 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren ja die Altlasten aus dem Krieg und nach dem Krieg aus Nord- und Ostsee geborgen werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine große Chance auch für den Umweltschutz in unseren Meeren an Nord- und Ostsee. Entscheidend ist aber, und das will ich hier auch ansprechen, dass wir an der Stelle die Länder nicht aus ihrer Verantwortung lassen. Und ich erwarte auch als Haushälter, dass das Ministerium an der Stelle mit den Ländern eine Vereinbarung trifft, was die Folgekosten dieser Einrichtung betrifft. Und da, finde ich, muss das Ministerium liefern. Denn es ist ein Kraftakt für uns als Bund, uns in diese Aufgabe eigentlich der Länder einzumischen und hier in Vorleistung zu gehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt hier zu einer konkreten Vereinbarung kommen. Aber ich will noch einen anderen Aspekt ansprechen, der mir wichtig ist. Ich glaube, wir dürfen Umweltschutz nicht als reine Verhinderungsmaschinerie betrachten. Und auch das Umweltministerium darf sich nicht nur als ein Ministerium verstehen, das Dinge verhindert, sondern ich glaube, das Umweltministerium muss Dinge ermöglichen. Ich will das positiv erwähnen, dass das beim Thema Wolf inzwischen gelungen ist, oder es scheint zumindest gelungen zu sein, dass sowohl die Umweltministerin als auch der Landwirtschaftsminister hier Bewegung gezeigt hat. Und ich glaube, wir müssen jetzt schnell handeln. Also man darf jetzt nicht nur den Mund spitzen, sondern man muss auch pfeifen. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Wir brauchen ein Wolfmanagement, das auch die Entnahme von Wölfen zulässt und auch legal zulässt. Und dafür braucht es jetzt entsprechende Handlungen der Minister. Und das erwarte ich auch an dieser Stelle. Gut ist auch, dass in Hessen der dortige Wirtschaftsminister Al-Wazir sich für die Mittelrheinvertiefung zwischen Mainz und St. Goa ausgesprochen hat. Das ist auch gut. Schlecht ist aber, wenn das Bundesumweltministerium an der Stelle bremst. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstärkt Güter auch auf die Wasserstraße bringen. Das ist ein aktiver Beitrag eigentlich zum Umweltschutz. Und gut ist auch, dass wir in Asse ein Zwischenlager einrichten wollen. Denn das, was an radioaktiven Abfällen in Asse 2 lagert und herausgeholt werden muss, braucht ein Zwischenlager. Aber dafür ist es auch nicht gut, dass das Land Niedersachsen und das dortige Umweltministerium das Zwischenlager nicht in die Landesraumordnung aufnimmt. Ich glaube, wir brauchen für solche Anlagen auch Rechtssicherheit. Wir können nicht als Bund Milliarden in diese Bereiche hinein investieren und anschließend wird es nicht richtig umgesetzt, weil die fehlende Rechtssicherheit fehlt. Deshalb ist meine Bitte auch an das Umweltministerium, auf das Umweltministerium Niedersachsen heranzutreten, dass auch tatsächlich dort in Niedersachsen Rechtssicherheit geschaffen wird, dass wir nicht Geld vergraben. Ja, das ist letztendlich Geld, bei Asse jetzt nicht, aber bei den anderen Endlager- und Zwischenlagerstätten, die letztendlich von den Atomkonzernen damals zur Verfügung gestellt worden ist. Die Kollegin Skudelny hat das ja erwähnt. Aber bei Asse ist es Steuergeld, was letztendlich verbraten wird. Und deshalb braucht es da eine vernünftige Herangehensweise und auch eine vernünftige Zusammenarbeit aller staatlichen Ebenen, dass dieses Problem der Nachkriegsgeschichte letztendlich auch in Asse gelöst wird. Also, meine Bitte ist, das Umweltministerium muss zum Ermöglichungsministerium werden und weniger zu einem Verhinderungsministerium. Und wenn uns das in diesen Haushaltsberatungen gelingt, dann ist schon viel erreicht. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Sebastian Schäfer hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die dauerhafte Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist die größte Herausforderung, die wir im 21. Jahrhundert zu bewältigen haben. Es gilt, die Biodiversität global zu schützen und gleichzeitig die Klimakrise zu stoppen. Wir können als Menschheit nur innerhalb dieser beiden zentralen planetaren Grenzen leben. Der Haushaltsentwurf spiegelt wider, dass die Ampel die drängenden Fragen im Bereich Naturschutz, Klimaanpassung, Klimaschutz, Verbraucherschutz und Meeresschutz angeht. Angesichts der sehr angespannten Haushaltslage ist es umso wichtiger, gezielt Prioritäten zu setzen und Ausgabesynergien zu nutzen. Dies geschieht zum einen im Einzelplan selbst und zum anderen im Klima- und Transformationsfonds. Hier sind bis 2026 Mittel von 4 Milliarden Euro für das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vorgesehen. Das Aktionsprogramm ist das bisher größte Investitionsprogramm der Bundesrepublik für den natürlichen Klimaschutz, ein Meilenstein in unserer Geschichte zum Schutz und Erhalt der Natur. Die Ausgestaltung des Aktionsprogramms ist das Ergebnis eines umfassenden Beteiligungsprozesses und einer Zusammenarbeit zwischen vielen Akteurinnen und Akteuren wie Landbesitzerinnen, Naturschützern und den Verantwortlichen vor Ort. Es zeigt, wie im Dialog und der Abwägung von fundierten Argumenten kluge, effektive Politik entstehen kann. So tragen wir als Ampelkoalition dazu bei, den Zustand unserer Ökosysteme zu verbessern, zu schützen und zu stärken. Wir als Ampel stehen gemeinsam dafür ein, ökonomische Entwicklung und ökologische Verantwortung zusammenzudenken. Denn eine intakte Natur, ein intaktes Ökosystem sind nicht nur natürliche Klimaschützer, sondern sie sind essentiell für ein dauerhaft erfolgreiches Wirtschaftssystem. Spätestens seit der Weltnaturkonferenz in Montreal im letzten Dezember, die Ministerin hat es angesprochen, ist die Biodiversität auch global ganz oben auf der Agenda. Konkret geht es hierbei um die Korrektur eines Marktversagens, da die wahren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten eines Verlusts von Biodiversität bisher kaum abgebildet werden. Hier findet bisher auch keine Bepreisung statt. Was bedeutet ein Verlust einer bestimmten Pflanzen- oder Tierart? Welche Folgen hat dies für Natur, Wirtschaft und Gesellschaft? Das wird gerade intensiv erforscht. Gerade die Wirtschaftswissenschaft nimmt dieses Thema immer stärker in den Blick. Ich erinnere nur an die Arbeiten von Jörg Rocholl in Berlin oder an Partha Dasgupta. Wir fangen endlich an, auch den ökonomischen Wert von Umwelt und Natur als solchen zu begreifen. Es gilt jetzt mehr denn je, das existierende Marktversagen zu korrigieren, externe ökologische Effekte zu internalisieren, durchdachte Anreize anzustoßen und so Natur und Wirtschaft zusammenzudenken. Auch auf Unternehmensseite wird das Thema immer relevanter. Im Vorfeld der Konferenz in Montreal haben sich nicht nur Vertreterinnen und Vertreter von Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft in der Frankfurter Erklärung für naturpositives unternehmerisches Handeln ausgesprochen. Auch die Wirtschaft war dabei prominent vertreten. Der Weltbiodiversitätsrat beziffert in einer gestern vorgestellten Studie alleine den Schaden, der durch invasive Arten entsteht, auf 423 Milliarden Dollar im Jahr. Seit 1970 hat sich alle 10 Jahre der Schadensbetrag vervierfacht. Wir können den Verlust unserer Natur und den volkswirtschaftlichen Schaden nicht länger ignorieren. Im Rahmen des Umweltetats und des Aktionsprogramms werden wir Mittel zur Verfügung stellen, um konkrete Maßnahmen, Programme und Forschung anzugehen und umzusetzen. Und unsere internationalen Versprechen halten wir ein. Der Erhalt der Biodiversität und der Schutz des Klimas sind die elementaren Grundlagen für unser Leben und unser Wirtschaften. Herzlichen Dank. Der Kollege Dr. Klaus Wiener ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich ins Detail gehe, gestatten Sie mir ein paar kurze generelle Vorbemerkungen zum Haushalt. Erstens, die Zeit stetig steigender Steuereinnahmen ist definitiv vorbei. Was vor allem an der Wirtschaftspolitik
der aktuellen Regierung liegt. Sie haben es in Rekordzeit geschafft, das Wachstum in Deutschland abzuwürgen. Unter Ihrer Führung, man muss es leider so sagen, ist Deutschland wieder zum Krankenmann Europas geworden. Und zweitens, die gestiegene Zinslast, die Sie derzeit ja so sehr beklagen, erst heute Morgen konnten wir das wieder von Finanzminister Lindner hören, diese gestiegene Zinslast ist kein vorübergehendes Phänomen. Wir erleben allenfalls eine Zinsnormalisierung. Und hier, wenn ich das ergänzen darf, rächt sich übrigens auch, dass Olaf Scholz in seiner Zeit als Finanzminister nicht vorgesorgt und die Restlaufzeit der Staatsschulden erhöht hat, so wie andere Länder es getan haben. Aber wahrscheinlich hat er das auch vergessen. Und drittens, auch wenn die Versuchung bei etlichen von Ihnen, gerade hier links der Mitte, wenn die Versuchung da ist und reflexartig groß sein mag, lassen Sie die Finger weg von höheren Steuern. Deutschland ist bereits Hochsteuerland. Es hilft also nichts. Die Verteilungsspielräume sind enger geworden. Insofern ist der Rückgang im Umweltetat, über den wir heute reden, mit 2% noch als gering einzustufen. Zum Plan selbst lässt sich vieles sagen. Ich möchte hier auf einen Punkt besonders eingehen, weil er mittelfristig zu einem erheblichen finanziellen Risiko werden kann. Es geht um die Kosten der atomaren Endlagerung, die immerhin, wir haben es gehört von Frau Lemke, 50% des Etats ausmachen. Ich sehe hier gleich Druck von mehreren Seiten. Zum einen sind die Kosten für bauliche Maßnahmen massiv gestiegen. Und da lassen Sie sich mal nicht täuschen, sie werden hoch bleiben. Hinzu kommt, dass das Endlager sehr viel später fertig wird als angenommen. Wir reden hier über 20 Jahre mehr. Auch daraus werden erhebliche Mehrkosten resultieren. Denken Sie nur an die verlängerte Zwischenlagerung. Und schließlich, es besteht auch die Gefahr, dass die Erträge im KENFO, also dem Fonds zur Finanzierung der Entsorgung, geringer ausfallen als erhofft. Blick nach vorne, nicht Blick nach hinten, immer ganz wichtig in der Kapitalanlage. Der Zinsanstieg mag gut sein für die Neuanlage, für Bestandstitel schlagen aber erst mal Verluste zu Buche und für höher rentierliche Anlagen, auch das muss man sagen, wie Aktien ist der geldpolitisch veranlasste weltweite Zinsanstieg auch nicht gut. Was gilt es da jetzt besser zu machen? Zum einen, meine Empfehlung, beschweren Sie die Endlagersuche nicht immer mit neuen Hürden und Auflagen. Nur damit Sie das Narrativ, das grüne Narrativ vom fehlenden Endlager weiter bedienen können, dass es auch besser geht, machen uns Länder wie Finnland gerade vor. Seien Sie offener für technologische Weiterentwicklung und verweigern Sie sich nicht immer wieder aus rein ideologischen Gründen. Das Klima und die Natur würden es Ihnen danken. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Nina Seitzel ist jetzt die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich würde gerne meine Zeit nutzen, um ein paar Argumenten aufzuräumen, die hier in der Debatte meines Erachtens nach ziemlich durcheinander gekommen sind. Erstens, die Nutzung der Atomenergie ist keine verantwortungsvolle und auch keine nachhaltige Politik. Herr Wiener, Sie haben es gerade aufgeführt, wie hoch die Kosten im Haushalt des Bundesumweltministeriums sind für die Entsorgung von und im Schutz vor radioaktivem Müll. Und angesichts dieser Kosten ist eine Forderung, die Atomanlagen weiterhin in Betrieb zu halten, nicht verantwortungsvoll. Zweitens, die größte Gefahr für die Wälder, die Sie hier von Seiten der AfD immer wieder angeführt werden, ist der Klimawandel und ganz sicher nicht der Ausbau der erneuerbaren Energien. Im Gegenteil, der Rückgang der Nutzung fossiler Energieressourcen, beispielsweise auch im Verkehr, reduziert die Luftverschmutzung und erschützt die Natur. Drittens, keine Bundesregierung und keine Regierungskoalition zuvor hat jemals so viel getan für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen wie dieser. Wir bauen die Erneuerbaren massiv auf. Wir führen die Verkehrs- und Wärmewende jetzt tatsächlich durch. Ziele formulieren in einem Klimaschutzgesetz ist gut. Maßnahmen zu verabschieden, die tatsächlich Wirkung zeigen, ist besser. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nutzen die Ressourcen
der Natur, gegen den Klimawandel, mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Die Kolleginnen und Kollegen haben es schon genannt. Und wir schützen die Artenvielfalt unter anderem auch mit dem neuen Artenhilfsprogramm, was diese Koalition neu aufgelegt hat. Und viertens, wir müssen natürlich hier in Deutschland unsere Hausaufgaben erfüllen. Das tun wir auch. Aber wir tragen auch globale Verantwortung. Und es zeigt nicht zuletzt die gestrige Veröffentlichung des Weltbiodiversitätsrats über den erschreckenden Rückgang der Artenvielfalt weltweit. Die Finanzzusagen und die konstruktive Verhandlungsführung Deutschlands und der EU im Rahmen der Weltnaturkonferenz haben maßgeblich dazu geführt, dass es gelungen ist, einen ambitionierten globalen Rahmen zum Schutz der Biodiversität weltweit zu verabschieden und auch im Kampf gegen den Wildtierhandel, gegen Wildtierkriminalität wird einiges getan. Das Meeresschutzabkommen ist von der Ministerin auch schon genannt worden. Ich möchte mich hier sehr herzlich bei Ihnen, Frau Lemke, und bei allen, die daran mitgewirkt haben, bedanken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Haushaltsverhandlungen stehen unter schwierigen Vorzeichen. Das haben wir gehört. Neben der Haushaltskonsolidierung wollen wir natürlich auch die noch umzusetzenden Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag finanzieren. Und wir müssen mit den Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine umgehen. Umso wichtiger, dass diese Koalition mit dem Bundeshaushalt 2024 eine klare Zukunftsagenda setzt. Wir investieren, wir entlasten und wir halten zusammen, auch im Haushalt des Bundesumweltministeriums. Ich freue mich auf die Debatten und Verhandlungen in den nächsten Wochen. Vielen Dank. Dr. Rainer Kraft ist der nächste Redner für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegin, Frau Ministerin, es ist darüber geredet worden, also sprechen wir über die Kosten der Zwischen- und Entlagerung. Zum einen stelle ich fest, dass ein Gutteil der Kosten eben aus dem Fonds der kentischen Entsorgung, kurz KENFO, entnommen wird. Und das heißt, die Stromproduzenten haben das marktwirtschaftlich vorfinanziert. Und ich stelle fest, Sie haben das getan bei Strompreisen, die ein deutliches Vielfaches niedriger waren, als die Strompreise es heute sind. Und das ist der Beweis, dass man große Mengen an Strom sehr preiswert aus Kernenergie erzeugen kann. Zum anderen wird es Zeit, dass wir uns dem Standortauswahlverfahren einmal widmen und es hinterfragen. Wollen wir wirklich an einem Verfahren festhalten, das nach jetzigem Fahrplan eine Lösung erst zu Beginn des kommenden Jahrhunderts verspricht? Ich weiß, Sie wollen das. Sie wollen das, um die Angst der Menschen in diesem Land vor einem Endlager eben zu schüren. Und dazu verschwenden Sie Abermillionen, es ist angesprochen worden, um beim Gremium am Leben zu erhalten, das gar keine Lösung finden soll für dieses Problem. Sie machen eine geologische Entscheidung auf Kosten der Steuerzahler zu einer rein ideologischen Entscheidung. Und all dieweil entdecken viele Kollegen hier ihre Liebe zur Kernenergie, wie immer kurz vor Wahlen. Die Kollegen der FDP, die fordern jetzt einen Stopp des Rückbaus. Und da habe ich eine hervorragende gute Nachricht für Sie. Ihre Forderung nach einem Rückbaustopp, die kann Realität werden. Denn der AfD-Antrag, der liegt bereits vor, Drucksache 20-6537. Aber, liebe FDP, was haben Sie in der ersten Lesung dazu gesagt? Ich zitiere mal die Kollegin Skudelny. Zitat: Ein Kernkraftwerk ist keine Kaffeemaschine, die man einfach mal anwirft. Zitat Ende. Dann haben Sie uns noch beleidigt und den Rest der Redezeit wussten Sie nichts mehr zu sagen. Die haben Sie verstreichen lassen. Ja, was denn nun, liebe FDP? Wollt ihr die Kernenergie oder wollt ihr sie nicht? Oder hängt das Wollen bei euch ab, wie oft ihr noch die 5%-Hürde reißt in Zukunft? Und der Herr Merz, der hat auch pünktlich zu den anstehenden Wahlen in Bayern und Hessen seine Liebe zur preiswerten und unbegrenzt verfügbaren Kernenergie entdeckt. Aber dieses wahltaktische Rein raus, das ist genauso durchschaubar, wie es leider auch unwürdig ist. Denn das glaubt der Herr Merz doch selber nicht. Glaubhaft würde er es erst dann, wenn Herr Merz sich mal gerade macht und Klartext redet. Nämlich, erstens, die 16 Jahre der Merkel-Regierung waren ein energiepolitisches Fiasko. Eben die dümmste Energiepolitik der Welt. Und benennen Sie es einfach mal so. Zweitens,
Die Energiewende ist gescheitert. Und jeder weitere Tag in diese falsche Richtung macht uns ärmer, abhängiger und schadet Natur und Umwelt. Drittens. Die wirtschaftliche Situation im Land schreit nach einem fundamentalen Richtungswechsel in Sachen Energiepolitik hin zur Kernenergie. Energiepolitik eignet sich eben nicht für zaudernde, wankelmütige parteipolitische Aussagen. Sie muss für eine Nation auf Jahrzehnte hinaus festgelegt werden, damit die Menschen nicht notleiden und die Wirtschaft ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland treffen kann. Eine Aufgabe, bei der wir die Ampel gerade komplett beim Versagen zuschauen. Also, meine Damen und Herren, Herr Kollege, Sie kommen zum Ende, bitte. Meine Damen und Herren von FDP und Union, machen Sie einmal gute Politik. Und ich verspreche Ihnen, dann klappt es auch mit den guten Wahlergebnissen. Herr Kollege, das Sie beste kommen Beispiel zum Ende, ist bitte. Die AfD-Fraktion. Die Kollegin Dr. Franziska Kersten hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wie einige von Ihnen wissen, komme ich aus einem kleinen Dorf aus Sachsen-Anhalt. Zu Hause und immer, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, bin ich von Natur umgeben, von Wäldern, Äckern, Wiesen mit Mohn und Kornblumen, den großen Starenschwärmen, die sich aktuell auf den Äckern sammeln, und vielen anderen Wild- und Nutztieren. In meinem Torweg haben dieses Jahr 62 aktive Schwalbenpaare ihr Nest gebaut. Unsere Umwelt ist für mich also wirklich immer präsent. Und genauso präsent ist der Gedanke, dass wir unsere Umwelt schützen müssen. Fakt ist, dass unser Umwelthaushalt etwas kleiner ist als im letzten Jahr. Gleichzeitig ist im Vergleich zum Rest des Haushalts noch recht gut weggekommen. Warum bin ich dennoch optimistisch, was den Umweltschutz unserer Regierung angeht? Was nicht im offiziellen Haushalt des Bundesumweltministeriums zu finden sind, sind die Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Aus diesem Fonds hat das BMUV Zugriff auf 4 Milliarden Euro bis 2026. Das haben wir schon ganz zu Beginn der Legislaturperiode beschlossen und die Gelder nun auch über 2026 verstetigt. 4 Milliarden für das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das ist eine wirkliche Größe, gerade im Vergleich zu einem Haushalt, den wir hier debattieren, der eigentlich nur gut halb so groß ist. Durch das AMK können wir endlich großflächig in Projekte investieren, die die Synergien zwischen Klimaschutz, Naturschutz und Klimaanpassung nutzen, und das, weil wir mit und nicht gegen die Natur denken. Mein liebstes Beispiel dafür sind unsere Moore, von denen ich auch fast jedes Mal erzähle, wenn ich hier vorne stehe. Aktuell sind 95% unserer Moore entwässert und ein großer Teil wird als Acker genutzt. Aber im trockenen Zustand ist praktisch der im Torf gespeicherte Kohlenstoff, verbindet sich mit dem Sauerstoff aus der Luft zu CO2, und ja, 7% unserer Emissionen sind praktisch auf entwässerte Moorböden zurückzuführen. Das Umweltministerium wird nun im Rahmen des ANK in den nächsten Monaten ein Programm veröffentlichen, mit dem die Wiedervernässung von Mooren endlich gefördert werden soll. Damit stoppen oder vermindern wir zumindest die Emissionen und holen auch einen ganz besonderen Lebensraum als Moor nach Deutschland zurück. Hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten wie die Rosmarinheide, das braune Torfmoos, die Alpensmaragdlibelle oder der Seggenrohrsänger haben dadurch wieder die Chance, dass ihre Populationen wirklich gut überleben können. Aber es muss ja auch nicht immer gleich ein ganzes Moor sein. Viele der Effekte sind auch möglich, wenn man einfach eine versiegelte Fläche entsiegelt und eine Wiese wieder darauf wachsen lässt. Jedes kleine Projekt zählt. Eines der wichtigsten Förderprogramme des ANK ist deswegen das Förderprogramm für Kommunen, das das BMUV im Juli veröffentlicht hat. Auf meiner Sommertour habe ich viele Ortsbürgermeister, Unternehmerinnen und Vereinsvorsitzende von den Möglichkeiten des ANK erzählt. Und es ist ihr lokales Wissen, was wir für eine erfolgreiche Umsetzung des natürlichen Klimaschutzes brauchen. Ich möchte, dass auch noch meine Enkelkinder zwischen Wiesen und Wäldern und nassen Mooren aufwachsen können mit vielen Tieren und Pflanzen, die Schutz bieten. Deshalb bin ich sehr froh über diesen Haushaltsentwurf und die Mittel, die unsere Bundesregierung über das ANK zur Verfügung stellt. Vielen Dank. CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, über Geld ist an dieser Stelle schon viel gesprochen worden. Ich möchte einen anderen Aspekt beleuchten. Aktuell erleben wir von Seiten der Bundesregierung eine Politik, die unsere Wirtschaft zunehmend in Schieflage bringt und die das Gegenteil von dem tut, was sie propagiert. Der Kanzler redet nämlich dauernd von neuer Deutschlandgeschwindigkeit. In Wirklichkeit kommen gerade immer mehr neue Richtlinien, neue Vorschriften, neue Verbote auf unsere Unternehmen zu. All das liegt gerade auf meinem Schreibtisch. Industrieemissionsrichtlinie, Luftqualitätsrichtlinie, Emissionsschutzverordnung, Lösemittelverordnung, Verordnung zur Regelung der Müllverbrennung. Es ist Wahnsinn. Und viele dieser Bestimmungen stellen unsere Wirtschaft vor unverhältnismäßige und zum Teil sogar unlösbare Anforderungen. Und sie schaffen mehr Bürokratie. Von Ihrer ausgerufenen Deutschlandgeschwindigkeit ist bereits jetzt nichts mehr übrig. Im Gegenteil. Diese Auflagen führen zu einer Schwächung des Standortes Deutschland bis hin zur Deindustrialisierung. Und die Haushaltsposition Exportinitiative Umwelttechnologie gehört genau in diese Kategorie. Wir sind uns, denke ich jedenfalls, darüber einig, dass Umwelttechnologien die neuen Exportschlager werden können. Umweltschutz made in Germany ist ein Ziel, hinter dem wir auch die Gesellschaft wieder einen können. Mit deutscher Technik und deutschem Know-how gegen die Vermüllung unserer Meere. Aber es hakt an allen Stellen. Verfahren laufen träge, Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, zwischen Beteiligten hier vor Ort in Deutschland und vor Ort dort, wo die Projekte umgesetzt werden sollen, sind wenig effizient. Warum funktioniert das nicht? Weil wir weniger kleinteilige Regelungswut brauchen und mehr operative Unterstützung für die Umsetzungspartner. Ich habe noch ein Beispiel für Sie, die von der EU geplante Luftqualitätsrichtlinie. Hier wird von der EU eine massive Verschärfung der Grenzwerte angestrebt. Und wenn das im geplanten Maßstab umgesetzt wird, dann bedeutet das nicht nur erhebliche Einschränkungen für unsere Industrie, sondern auch für die individuelle Mobilität. Und was macht die zuständige Bundesumweltministerin? In den Beratungen des EU-Umweltrates unterstützt sie die Annäherung der Grenzwerte an die WHO. Ohne Finger zeigt darauf, dass es für die Akzeptanz dieser Entscheidungen einen guten Kompromiss braucht, ohne den Hinweis, dass die individuelle Mobilität und unsere Industrie auf dem Spiel stehen. Wir wollen ein klimaneutrales Industrieland werden, kein Museum. Wir unterstützen Anhebungen bei Grenzwerten zur Luftreinhaltung mit Augenmaß, Schritt für Schritt im Einklang mit technologischen Möglichkeiten. Und liebe Fraktionen, ich kann Sie nur bitten, bremsen Sie Ihre Ministerin. In einem Museum wird gar kein Klimaschutz mehr betrieben. Unsere Wirtschaft muss wettbewerbsfähig bleiben. Nur dann kann sie echten Umweltschutz, notwendige Technologien fördern und international vermarkten. Raus aus der Verbotspolitik. Wir müssen wieder rauf auf den Pfad zum Technologieland Deutschland. Dunja Kreiser hat das Wort jetzt für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, denn Wasser ist alles und in das Wasser kehrt alles zurück. Die Bundesregierung hat in diesem Jahr im März die nationale Wasserstrategie verabschiedet. Ein enorm wichtiger Schritt. Unsere Wasserversorgung und unsere Wasserentsorgung in Wasserleitungen, die Kanalisation, der Zugang zu Trinkwasser und auch unsere Stauseen. Ich habe kürzlich die innerste Talsperre besucht. Unsere Abwasseraufbereitung, all das ist gut ausgebaut. Doch der Klimawandel mit seinen Folgen stellt uns vor neuen Herausforderungen und diese werden sich leider verschärfen. Deshalb befindet sich im Haushalt ganz klar Klimaanpassungsmaßnahmen. Schauen wir uns unsere Umwelt genauer an. Ich schaue von meinem Wohnzimmerfenster zum Beispiel in den Harz hinein, auf den Brocken, und wir sehen die Trockenheit. Wir sehen leider auch vermehrt Waldbrände, und wir haben seit neuestem in Braunschweig Löschflugzeuge stationiert. Wir sehen durch Starkregen überflutete Flächen. Denken wir an die Katastrophe im Ahrtal. Denken wir an die Überschwemmungen in Süddeutschland und vor allen Dingen gerade aktuell auch in der EU. Die Niederschläge
verändern sich und es kommt immer mehr zu extremen Wetterverhältnissen. Dafür brauchen wir neue Konzepte. Wasser ist auch gefährlich. Wir berücksichtigen dies im Haushalt mit Forschung und mit Klimaanpassungsmaßnahmen. Wir müssen sorgsam mit Wasser sein. Wir müssen unsere Umwelt auf die Veränderungen ausrichten. Und uns muss klar sein, Wasser ist unglaublich wertvoll. Unser Ziel ist es deshalb auch, viel mehr in biologische Vielfalt einzusetzen und zu investieren, zum Beispiel in die Auenwälder, zum Beispiel in die Bodenwiedervernässung, um eben genau diesen Grundwasserspeicher wieder zu füllen. Und schauen wir auch noch mal ein bisschen tiefer an die Abwasserreinigung, was unser Wasser belastet, wie es gereinigt wird. Dort nehmen wir auch die in die Pflicht, die für Schadstoffbelastung verantwortlich sind. Das sind alles Sachen, die sind schon auf den Weg gebracht. Denn die Umweltschutzmaßnahmen, verehrte Damen und Herren, werden bei uns nach dem Verursacherprinzip ausgerichtet. Die nationale Wasserstrategie stellt in dem Haushalt sich erstmal darauf ein, zu sensibilisieren und aufzuklären. Ich begrüße das in dem Haushalt, dass in dem Einzelplan 16 genau hierfür ausreichend Mittel bereitgestellt sind. Nämlich die Menschen, so viele wie möglich, in unser Boot zu holen. Und ich denke, für gutes Trinkwasser, für saubere Flüsse, Seen und Meere werden wir sehr viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen, um uns dann an die Investitionen in die Infrastruktur aufzumachen. Und das ist fraglos sicherlich sehr nötig. Wir brauchen Daten, wir brauchen Transparenz zu Wasserständen, zu Wasserverbräuchen, zu Wasserverunreinigungen, und zwar deutschlandweit. Das heißt Austausch, das heißt Digitalisierung, das heißt Governance, das heißt auch ein gewisses Netzwerk. Wir werden zukünftig die Vermeidung und Rückhaltung von anthropogenen Stoffen, zum Beispiel von Arzneimitteln und den Rückständen, aber auch von Mikroplastik und multiresistenten Keimen vorantreiben. Ich bin bei meinem letzten Satz zurückblickend auf die Fischsterben in der Oder und aktuell in der Ostsee, denke ich, Frau ist Kollegin, das unsere nationale Sie Verantwortung. Sie sind jetzt weit Danke. Über die Zeit. So weit noch nicht. Björn Simon hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Frau Ministerin! Die Vorredner meiner Fraktion haben ja bereits in beeindruckendem Maße das Zahlmaterial dieses kommenden Haushaltes sehr genau beleuchtet. Mein Kollege Feiler wird das noch ausführen. Und wir müssen leider feststellen, was Sie im Bereich Umwelt kommunizieren, ist unkooperativ und vor allem technologiefeindlich. Was Sie jedoch erreicht haben, die Bevölkerung, die Menschen und die Unternehmen in unserem Land von der Industrie bis zum Mittelstand in unsicheren und wirtschaftlich schwierigen Zeiten noch weiter zu verunsichern. Und das lassen wir Ihnen nicht weiter durchgehen, werte Kollegen der Ampel. Ja, Umweltpolitik steht nie für sich selbst. Und Umweltpolitik kann man nie isoliert betrachten. Umweltpolitik muss immer mit der Wirtschaft, mit der Landwirtschaft, mit Verkehr und vielen weiteren Themenfeldern kooperativ behandelt werden. Vor allem, wenn in einem Kernthema der deutschen Umweltpolitik der Kreislauf Wirtschaft ein klarer Hinweis im Titel selbst zu finden ist, zu wem die politischen Ziele, die hier gesetzt werden, am Ende auch passen müssen. Was unser Land in Fragen von Ressourcenverbrauch jetzt braucht, ist eine gesunde Balance der Umweltpolitik gemeinsam mit der Wirtschaftspolitik. Weniger streiten, liebe Ampel, und vor allem endlich mal was entscheiden. Wenn wir beispielsweise über das chemische Recycling sprechen, große Ankündigung im Koalitionsvertrag. Seitdem haben wir aus dem Ministerium nicht viel gehört, und es scheint auch keine Einigkeit zu herrschen. Man hat den Eindruck, die Bundesregierung will diese Technologie nicht in unserem Land halten. Doch damit verbannt man dieses Know-how ins Ausland und schwächt nachhaltig eine Kernindustrie unseres Landes, die chemische Industrie. Und das sollte uns eigentlich eine Warnung sein. Wenn wir nicht technologieoffen agieren, sondern unseren Ingenieuren immer wieder planwirtschaftlich die falschen Vorgaben machen, erweisen wir dem Kreislaufwirtschaftsstandort Deutschland einen Bärendienst. Und das ist ein Armutszeugnis für diese Bundesregierung. Zum Schluss möchte ich noch einen persönlichen Appell an die Bundesregierung und an Sie, liebe Koalition, richten. Es war schwer genug, das wissen Sie genauso gut wie ich, zum Schluss der vergangenen Legislaturperiode im damals SPD-geführten Umweltministerium dafür zu sorgen, dass eine Ökobilanz erstellt wird.
anhand der wir als Parlament faktenbasiert entscheiden können, anstatt auf subjektive Wahrnehmungen zu vertrauen. Und mir ist bewusst, dass diese Ökobilanz in einigen Wochen vorgestellt wird. Ich hoffe, dass diese Studie Einweg und Mehrweg objektiv betrachtet, damit wir zurückkommen zu einer funktionierenden und wirksamen Umweltpolitik mit gesellschaftlicher Akzeptanz. Schaffen Sie endlich Klarheit, schaffen Sie Planungssicherheit und schaffen Sie ein Innovationsklima in Deutschland, das eine stetige Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft möglich macht. Auf diesem Weg sind wir dann auch gerne bereit, Sie konstruktiv weiterhin zu unterstützen. Herzlichen Dank. Nadine Hirsehaus hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir haben jetzt gerade in den letzten Redebeiträgen ganz viel über die Industrie und über die Wirtschaft gehört. Das ist ja auch zugegebenermaßen wichtig. Ich habe da auch meine Sommertour zu gemacht und wir sind ja alle in unseren Wahlkreisen unterwegs und wir wissen, dass es da auch wirklich unter den Nägeln brennt. Allerdings geht es jetzt hier gerade um einen anderen Haushalt, unter anderem um den Verbraucherschutz und dazu habe ich bisher ehrlich gesagt wenig bis nichts gehört. Und dass Sie, Union, auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher stehen. Das hätten Sie ja vor einigen Wochen beweisen können, als es nämlich um die nationale Umsetzung der Verbandsklagerichtlinie geht, der Sie nicht zugestimmt haben. Da ging es um die Stärkung der Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Fragen Sie die Verbraucherverbände, die werden es Ihnen dann noch mal erklären. Denn es ging darum, den einzelnen Menschen zu stärken im Hinblick auf die Rechtsdurchsetzung, auf die Durchsetzung der eigenen Ansprüche gegen große Firmen. Und das ist ein echter Gewinn. Und das wäre doch an dieser Stelle wunderbar gewesen, das einfach mal zu beweisen. Wir investieren, wir entlasten und wir stärken den Zusammenhalt. Wir investieren zum Beispiel in nachhaltigen Konsum, parallel zur laufenden EU-Gesetzgebung im Hinblick auf das Recht auf Reparatur gibt es das Förderprogramm Reparieren statt Wegwerfen. Da wird in die Infrastruktur, die wird gestärkt, zum Beispiel die Reparaturinitiativen und auch die Repair-Cafés. Und dieses Programm, das wird im nächsten Jahr noch einmal kräftig aufgestockt. Wir entlasten damit nicht nur den Planeten vor jeder Menge Müll, sondern auch den Geldbeutel der Verbraucherinnen und Verbraucher. Darum geht es an dieser Stelle nämlich auch. Und dass uns das wichtig ist, das haben wir auch in den vergangenen Monaten immer wieder mit diversen Entlastungspaketen unter Beweis gestellt. Meine Damen und Herren, in Krisenzeiten, das wissen wir, brauchen wir einen ganz besonderen Zusammenhalt. Das kennen wir privat, das wissen wir aus unseren Familien, aus unserem Freundeskreis und das gilt natürlich auch insgesamt für die Gesellschaft. Und deswegen arbeiten wir auch im Hinblick auf den Haushalt des BMUV an dem sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Und das ist für mich und meine Fraktion ganz besonders wichtig. Ich will an dieser Stelle ein vom Ministerium gefördertes Projekt hervorheben. Da werden ältere Menschen auf Schuldnerberatungsangebote hingewiesen, denn insbesondere diese Personengruppe schämt sich häufig. Dort fehlen auch oft einfach Informationen oder es besteht eine eingeschränkte Mobilität, sodass sie eben nicht zur Beratungsstelle gehen können oder es eben nicht möchten. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass die aufsuchende Verbraucherarbeit dort ansetzt und dafür sorgt, dass die Hilfe rechtzeitig bei den Menschen ankommt. Denn wir wissen alle, das wurde auch mehrfach bestätigt, je früher angesetzt wird, umso besser. Die Ministerin hat es vorhin angesprochen, wir stärken weiter die Schuldnerberatung. Und wir müssen an dieser Stelle doch hervorheben, dass es erst die Ampel war, die dafür gesorgt hat, dass sich der Bund in diesem Bereich auch selbst engagiert. Und es gilt, dieses Engagement dauerhaft abzusichern, um diesen erfolgreichen Weg auch fortzuführen. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich auf die Haushaltsberatung. Vielen Dank. Der Kollege Uwe Feiler ist jetzt der wahrscheinlich letzte Redner für diesen Einzelplan.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verfolge mit großem Interesse, wie die grüne Umweltministerin Steffi Lemke die Umsetzung ihrer Ziele und Versprechungen, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, voranbringt, gerade auch in Anbetracht der derzeitigen politischen Konstellation. Beim aktuellen Regierungsentwurf des Bundeshaushalts konnte ich aber nur eines erkennen: Stillstand statt Fortschritt. Meine Damen und Herren, in der aktuellen haushaltspolitischen Lage stehen wir vor großen Herausforderungen, und die Ampelregierung scheint den Nachholbedarf in Sachen Sparsamkeit erkannt zu haben. Das ist auch gut so, reicht aber nicht aus. Noch vor wenigen Jahren konnten wir dank der soliden Finanzpolitik der CDU/CSU über ausgeglichene Haushalte und die schwarze Null diskutieren. Doch innerhalb weniger Jahre haben wir einen Rekordverschuldungsstand erreicht. Die Zinsbelastung des Bundes, die im Jahr 2021 dank der erfolgreichen Politik der CDU/CSU im Vergleich zu 2005 von 37,4 Milliarden Euro auf nur noch 3,9 Milliarden Euro gesunken war, hat die Ampelregierung innerhalb von 2 Jahren um fast das Zehnfache erhöht. Das liegt nicht nur an den steigenden Zinsen, meine Damen und Herren, sondern vielmehr an den zahlreichen Wahlversprechen der Koalitionäre, die in der aktuellen Situation schlichtweg nicht finanzierbar sind. Werfen Sie Ihren Koalitionsvertrag in die Ecke, setzen Sie endlich Prioritäten. Die Kosten Ihrer Politik tragen dabei nämlich unsere Kinder und Kindeskinder. Meine Damen und Herren, ein Blick auf den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, von dem wir jetzt ja auch schon gehört haben, zeigt, dass die Transparenz bei der Verwendung der Mittel, die uns Ministerin Lemke im vergangenen Jahr versprochen hat, noch nicht zu erkennen ist. Sie behaupten ja ständig, alle Projekte des natürlichen Klimaschutzes werden aus diesem Fonds finanziert. Was sind denn das für Projekte? 2 Programme haben Sie jetzt auf den Weg gebracht. Ein drittes soll jetzt folgen. Bei diesem Schneckentempo werden Sie das Geld nie ausgeben können, meine Damen und Herren. Dann gibt es, meine Damen und Herren, einen wichtigen Punkt mit besonderem Augenmerk, das ist der nationale Meeresschutz. Auch von dem haben wir jetzt schon gehört, insbesondere hinsichtlich der Altlasten von Munition in Nord- und Ostsee. Die Bundesministerin des Auswärtigen, Annalena Baerbock, hat kürzlich betont, dass diese Munition eine tickende Zeitbombe darstellt. Gut erkannt, Frau Ministerin. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass die erforderlichen Haushaltsmittel für die schnelle Bergung dieser tickenden Zeitbombe erst durch den Änderungsantrag der CDU/CSU im Bundeshaushalt 2023 zur Verfügung standen. Und, meine Damen und Herren, wir werden diese Entwicklung weiterhin genau beobachten und gegebenenfalls nachjustieren, weil die veranschlagten Mittel für die kommenden Jahre, die werden nicht ausreichen. Und was die Länder betrifft, Kollege Schäffler, bin ich voll und ganz bei Ihnen. Die müssen natürlich beteiligt werden, und da erwarte ich auch ein Handeln der Ministerin. Die Problematik beschränkt sich aber nicht nur auf die Kampfmittel in unseren Meeren, sondern erstreckt sich auch auf die kampfmittelbelasteten Flächen in Wäldern und Landschaften. Die Gefahr durch Kampfmittel stellt ein Umweltrisiko an sich dar, dem allein die Länder im Rahmen der Gefahrenabwehr nicht begegnen sollten. Die Freisetzung verschiedener Schadstoffe abhängig vom Alter und Zustand dieser Altlasten kann Boden und Wasser beeinträchtigen. Aus diesem Grund sollte die Bundesregierung ab sofort Mittel bereitstellen, um die Länder bei der Beseitigung von Kampfmitteln an Land und im Meer zu unterstützen. Die Bewältigung dieser technischen und finanziellen Herausforderungen, die dem Schutz der Umwelt und der Bürgerinnen und der Bürger dient, erfordert eine enge Kooperation zwischen Bund und Ländern. Meine Damen und Herren, unsere aktuelle Haushaltssituation ist prekär. Dass die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung und die anhaltende Nachwirkung der Corona-Pandemie immer noch als Gründe für hohe Ausgabenreste angeführt werden, ist nicht nachvollziehbar. Die Frage nach der Verwendung der Mittel bleibt bestehen, insbesondere im Hinblick auf die hohen Ausgaberesten im Bundesnaturschutzfonds. Bestehende Programme scheinen eher unattraktiv zu sein und bedürfen einer Überarbeitung bzw. bieten Potenzial für Einsparungen. Meine Damen und Herren, auch die nationale Wasserstrategie wurde angesprochen und ist ein guter Ansatz, sollte aber ein Schwerpunkt der kommenden Haushaltsjahre und der dringend mit den Haushaltsmitteln ausgestattet werden, die sie benötigt. Denn auch wenn dieser Sommer in Deutschland teilweise nass und regnerisch war,
ist es entscheidend, rechtzeitig, meine Damen und Herren, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um Wasserknappheit in zukünftigen Trockenperioden zu verhindern, beispielsweise durch den Ausbau von Verbundnetzen und Fernleitungen zur Verteilung von Wasser aus feuchten Regionen Deutschlands in trockene Regionen. Haushaltspolitisch befinden wir uns weiterhin in schwierigen Zeiten. Noch größer sind die finanziellen Sorgen bei den Bürgerinnen und Bürgern, Frau Ministerin. Die Kosten für Strom, Gas und Automobilkraftstoffe sind unverändert hoch. Sie sollten Ihre Rolle als Verbraucherschutzministerin endlich wahrnehmen. Ein großer Fehler war die Abschaltung der drei noch am Netz befindlichen AKWs im Frühjahr. Der befristete Weiterbetrieb hätte zu einer deutlichen Entspannung der Energiepreise am Markt geführt. Daher sollten Sie, Frau Ministerin, Ihre Äußerungen zum Rückbau der Atomkraftwerke schleunigst überdenken. Als Fazit und als letzter Satz, die Kreativlosigkeit der Bundesumweltministerin Nemke zeigt sich deutlich, da keine signifikanten Neuerungen zu verzeichnen und nicht zu vermerken sind, obwohl sich die umweltpolitischen Herausforderungen erhöht haben. Und wir werden in den Beratungen selbstverständlich unseren Anteil dazu beitragen, dass dieser Haushalt noch besser wird. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Damit sind wir am Schluss der heutigen Tagesordnung. Ich lade Sie ein, auch an der morgigen Plenarsitzung teilzunehmen, die ich jetzt einberufe für den 6. September um 9 Uhr.